Hallo, heute haben wir bei der Serie Unglaubliche Züge, sage ich nochmal kurz dazu, eine Partie, wo wir ein bisschen früher einsteigen. Normalerweise ist hier mal ein richtiger Hammer dabei, aber heute steigen wir ein bisschen früher ein, um zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Partie Emenkov Sachs von 1969, und wir sehen, es ist eine unglaublich komplizierte Stellung schon auf dem Brett. Beide Seiten haben gefährliche Freibauern hier. Auf der D-Linie, beide auf der D-Linie, und Schwarz hat daneben noch Ideen gegen den weißen König. Mit diesem starken Keil hier auf F3, oftmals Ideen auf F1 zu schlagen und dann irgendwie auf der Grundreihe matt zu setzen. Und das muss Weiß hier alles beachten. Und spielt jetzt hier D7 richtig. Also sonst, Weiß muss jetzt konkret was machen, sonst wird es schwierig. Und wir sehen, Schwarz hat direkt ein Problem, er kann den Bauern nicht aufhalten. Das Feld E7 ist gedeckt und der Turm kommt auch nicht zurück auf die achte Reihe. Da geht nichts. Schwarz schlug also jetzt auf F1. Ja, auch D2 hilft nicht weiter. D2 jetzt mit DD, falls D8 Dame, dann Dame schlägt F1. Aber Weiß kann vorher noch einen Zwischenschach geben auf A1, überdeckt jetzt hier die komplette erste Reihe und wandert dann im nächsten Zug auf D8 um und gewinnt natürlich locker. Okay, aber Dame schlägt F1, natürlich der kritische Versuch. König schlägt F1, das Feld C1 ist jetzt noch überdeckt, das heißt, Schwarz kann nicht direkt matt setzen, aber er spielt D2 und droht jetzt auf zweierlei Arten und Weisen hier mit Turm C1 und D1 Dame matt zu setzen, und Weiß muss reagieren. Dame schlägt F3, Turm C1 Schach, und jetzt kommen wir zu dem unglaublichen Zug, der wieder nicht so schwer eigentlich zu sehen ist, aber den ich trotzdem so wunderschön finde, dass ich ihn hier auf jeden Fall besprechen wollte. Es ist ziemlich klar, wenn Weiß hier den König nach E2 oder G2 spielt, dass dann einfach Schwarz sich hier eine Dame holt, gleichzeitig das Feld D8 überdeckt und Weiß hatte keine weiteren Tricks und Schwarz hat einfach einen Turm mehr und wird gewinnen. Von daher ist es recht offensichtlich, dass Weiß hier Dame D1 spielen muss. Aber das ist auch gleichzeitig der Gewinnzug und das finde ich sehr, sehr ansehnlich hier. Denn jetzt versperrt Schwarz der eigene Bau auf D2, der ja eigentlich so weit vorgerückt ist und so stark ist normalerweise, versperrt ihm hier die Sicht auf den weißen Freibauern und er kann den nicht mehr aufhalten. König E2 spielt jetzt Turm B1, auch Turm E1 würde nichts nützen, weil das Feld E8 nach wie vor überdeckt ist. Also Turm B1, jetzt D8 Dame, D1 Dame natürlich, aber klar, Weiß schlägt jetzt hier alles raus und wir zählen einmal durch. Bauer mehr im Bauernendspiel, das ist schon ein gewinnbringender Vorteil, weshalb es sich hier Schwarz auch nicht mehr länger zeigen ließ. Ja, ich fand einfach diese Symmetrie auf der D-Linie irgendwie ganz nett. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.